Stadtzentrum. Das kleine Mädchen führt dich quer durch die Stadt. Als du den Straßennamen Rillier Road liest, begreifst du, dass ihr euch auf dem Weg in das nördliche Stadtviertel befindet. Hättest du dich nach der Adresse gerichtet, die Dahlia dir hinterlassen hatte, wärst du in eine vollkommen andere Richtung marschiert. Das andere Ende der Stadt, um genau zu sein. Was hätte dort auf dich gewartet? Evelyn geht zielstrebig voran in die Gegend, in der sie zu wohnen behauptet. Außer euch beiden ist keine Menschenseele auf den Straßen unterwegs. Dabei ist es gerade erst später Nachmittag. Doch allein seid ihr nicht. In den Fenstern der umliegenden Häuschen bewegen sich die Vorhänge. Die Straßen werden immer enger, verwinkelter. Zum Glück leidest du nicht unter Klaustrophobie. Das wäre ansonsten nun Platz 1 deiner 99 Probleme und Sorgen. Evelyn sagt kein Wort. Das Mädchen ansprechend, schweigend weitergehen. Naja, es ist ein kleines Mädchen. Man kann es ja etwas aufmuntern, indem man es anspricht. Es spricht nichts dagegen, während eurer Wanderschaft noch ein paar offene Fragen zu klären. Hey, Kleine? Evelyn verlangsamt ihr Tempo und sieht fragend zu dir hoch. Etwas scheint sie zu bedrücken. Warum hält dich deine Mutter für vermisst? Über Videospiele reden? Ach, nichts. Tja, die Kleine wird nicht wissen, warum die Mutter sie für vermisst hält. Und mein Lieblingsthema ist Videospiele. Also lass uns über Videospiele reden. Du magst also Videospiele? Das Gesicht der Kleinen hält sich augenblicklich auf. Ich liebe Videospiele. Meine Mutter lässt mich zu Hause nicht spielen, deswegen gehe ich in die Arkaden. Ich habe so lange auf das neue Boom gewartet. Und auch Quark 5 ist gerade neu rausgekommen, deswegen konnte ich es nicht länger zu Hause aushalten. So schnell sie deine Frage in Freude versetzt hat, so schnell ist diese wieder verflogen. Ich durfte eigentlich nicht raus. Ich hatte heute mal wieder Sturmarrest. Evelyns Blick senkt sich und richtet sich wieder auf den Weg. Ich hoffe, ich bekomme keinen Ärger. Wir sind gleich da. Sturmarrest. Sie war also zu Hause. Vielleicht hatte Dahlia sie gerade gefunden, bevor du in der Stadt angekommen bist. Vielleicht konnte sie dir nicht Bescheid geben, weil es an diesem Kaff keinen Mobilempfang gibt. Vielleicht. Tja, wollen wir nochmal nachhaken oder wollen wir die Kleine aufheitern? Und ich bin immer dafür, Kinder aufzuheitern. Das ist besser als rumstochern. Langsam tut dir die Kleine schon ein wenig leid. Du hast noch nie ein kleines Mädchen gesehen, über dessen Kopf so viele Regenwolken hingen. Und mit dem Gebiss wird sie es in der Mittelstufe auch nicht einfach haben. Kinder können grausam sein. Du tätschelst ihren Kopf. Na, das wird schon werden. Ich leg bei deiner Mutter ein gutes Wort für dich ein. Das Mädchen sieht wieder zu dir auf und... Sind das etwa Tränen? Bevor du etwas sagen kannst, wendet sie den Blick ab und streicht sich mit der freien Hand über das Gesicht. Wir sind da. Ihr habt den verwinkelten Bienenstock der Altstadt verlassen und steht vor einem schiefen Metallzaun, der Tetanus zu schreien scheint. Jenseits des Zauns steht eine altmodische Villa auf einer Anhöhe. Ein ganz schön protziges Grundstück, angesichts dessen, dass der Rest der Stadt regelrecht zusammengefercht ist. Evelyn und du stehen eine Weile schweigend da. Sind deine Eltern reich? Du wohnst hier? Und los. Tja, ich denke, wir wollen sie einfach nur noch abgeben irgendwie und sagen, los. Villa Marsh. Tja, dann wollen wir mal reingehen, was? Evelyn nickt dir tapfer zu. Sie nestelt in ihrer Tasche und holt einen kleinen Schlüsselbund hervor, an dem zwei golden schimmernde Schlüssel hängen. Sie nimmt den größeren der beiden in die Hand und steckt ihn in das Schloss des Eingangstores. Er ist ein wenig rostig. Obwohl sie schon unendliche Male ein- und ausgegangen sein muss, braucht selbst Evelyn ein paar Anläufe, das Tor zu öffnen. Ein Klacken signalisiert Erfolg. Das Mädchen stemmt den massiven Türgriff herab und das Gittertor öffnet sich. Der Kiesweg knirscht unter ihren Schritten. Den Weg zur Haustür habt ihr schon halb zurückgelegt. Da kommen dir einige Gedanken. In wenigen Sekunden siehst du Dahlia Marsh wieder. Dahlia Marsh, die ganz eindeutig ein falsches Spiel mit dir treibt. Ein Schauer fährt dir über den Rücken. Die möglicherweise und allein der Gedanke lässt dein Innerstes erfrieren, für das Verschwinden deines Zimmernachbarn aus dem Hotel verantwortlich ist.
Evelyn trottet nun bereits die Verandastufen hinauf und ist gleich an der Tür angekommen. Mit ihr eintreten, warte mal. Na, wir pokern hart und sagen, mit ihr eintreten. Das Mädchen steckt den zweiten Schlüssel des Bundes in das Schloss und dreht ihn um. Die Tür öffnet sich mit einem Knarzen. Die Balken der Wände knurren tief und bedrohlich, als stündest du vor dem Maul eines Löwen. Evelyn tastet nach etwas in der Dunkelheit. Ein leises Klacken ertönt und der Flur wird mit Licht durchflutet. Allein der Eingangsbereich des Hauses bietet so viel Raum, dass vermutlich ein kleines Wohnhaus darin Platz finden könnte. Eine breite, weißlackierte Treppe führt herauf zu den höheren Etagen. Du trittst ebenfalls ein. Deine Schritte werden von ächzenden Dielen kommentiert. Mutter? Ruft das kleine Mädchen laut in das Haus hinein. Klirren. Das immer schneller werdende Geräusch von Stöckelschuhen. Ein Licht geht im Nachbarzimmer an. Kurz danach wird die Tür weit aufgerissen. Das Gegenlicht verleiht Dahlia Marshs Gesicht dämonische Züge. Als ihr Blick auf ihre Tochter fällt, spiegeln ihre Augen erst Wut wider. Als sie dich sieht, Entsetzen. Ob alle Mütter in Innsmouth so reagieren, wenn sie mit ihren verlorenen Töchtern wieder vereint werden? Sie? Hallo, meine Schöne. Auftrag gefüllt, Ma'am. Ja, na, wir haben ja schon damals mit der guten Dahlia Marsh geflirtet. Das tun wir ebenfalls. Hallo, meine Schöne. Professionell kannst du dich auch während deines nächsten Auftrags verhalten. Du kannst es dir nicht verkneifen, deiner Klientin mit einem breiten Grinsen zuzuzwinkern. Der Ausdruck ungefilterten Entsetzens liegt noch immer auf Dahlias Gesicht. Das kleine Mädchen blickt unterdessen von einem Erwachsenen zum anderen. Die Herrin des Hauses hält sich die Hand vor den Mund. Eine Geste, die dich an verstaubte, vornehmere Zeiten denken lässt. Wie du sie in alten Filmen gesehen hast. Männer mit merkwürdigen Bärten, Frauen in Korsettkleidern. Dahlia lässt die Hand sinken und scheint sich wieder gefangen zu haben. Ein steifes Lächeln breitet sich auf ihren Lippen aus. Wie schön, sie zu sehen. Ehe du dir eine Erwiderung überlegen kannst, senkt sie sich anmutig auf ein Knie und fährt zärtlich mit den Fingern über das Haar ihrer Tochter. Da bist du ja, mein Engelchen. Geht es dir gut? Evelyn nickt nur. Sie hat kein Wort mehr von sich gegeben, seit ihr das Haus betreten habt. Dahlia jedenfalls scheint dies als Antwort zu genügen. Sie erhebt sich, um dir bezaubernde Blicke zuzuwerfen. Von ihrem ersten Schock hat sie sich offenbar gut erholt. Das Abendessen ist gleich fertig. Bitte bleiben Sie doch, dann können wir alles Weitere besprechen. Sie schenkt ihr ein verkrampftes Lächeln. Um sofortige Bezahlung bitten, Abendessen klingt gut. Ja, also wir wissen ja, dass sie uns eigentlich in eine Falle locken wollte. Deswegen bin ich der Meinung, sollten wir sofort Cash, Money, 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 Cash, Cash, Cash einfordern. Um sofortige Bezahlung bitten. Ich habe leider keine Zeit. Du möchtest nur noch verschwinden. Ihre Antwort kann sich deine zwielichtige Auftraggeberin gerne sparen. Schlaff sacken Dahlias Mundwinkel herab. Wenn das so ist, begleiten Sie mich doch zum Safe. Liebling, wendet sie sich an ihre Tochter. Geh in dein Zimmer, wir zwei reden später. Das Mädchen nickt und huscht die Treppe herauf. Dahlia stöckert zum Zimmer, aus dem sie kam. Sie lässt die Tür für dich offen stehen. Ich hole das Geld aus dem Safe. Begleiten Sie mich doch. Ihr folgen im Flur bleiben. Ja. Ja. Nein. Also, wie gesagt, jetzt kommt mir wieder eine Erinnerung. Also nicht eine Erinnerung ist falsch, aber ich möchte noch mal eine Erinnerung rufen, dass das Spiel zigtausend Enden hat. Und alle enden tödlich. Und ich weiß, dass es ein Ende gibt, was sich Schwarze Witwe nennt. Und irgendwie, glaube ich, wenn wir ihr folgen, das möchte ich jetzt nicht riskieren. Ich sage, im Flur bleiben. Du bleibst lieber, wo du bist. Schon gut. Ich warte einfach hier, rufst du Dahlia nach. Das Stöckchen entfernt sich. Und dann täuschen dich deine Ohren oder hörst du Stimmen aus den angrenzenden Räumen? Eine ist ganz sicher Dahlias, die andere klingt dir ähnlich. Bevor du auch nur ein einziges Wort hast verstehen können, bricht das Getusche schon wieder ab und die Stöckelschuhe nähern sich dir wieder. Dahlia kehrt mit einem Briefumschlag zu dir zurück, die Lippen zu einem dünnen Strich gepresst.
Ich habe einen kleinen Bonus dazugelegt. Sie sind nicht nur gut, sondern auch verdammt schnell. Nochmals vielen Dank. Nochmal bedanken oder Ungereimtheiten ansprechen. So, jetzt werden wir sie mal zur Rede stellen. Nun, da wir die Förmlichkeiten geregelt haben, setzt du an, während du den Briefumschlag in die Innentasche deines Mantels stopfst. Hatte ich gehofft, dass sie mir vielleicht einige brennende Fragen beantworten können, Dahlia. Dahlia faltet die Hände, ihre Lippen formen ein Lächeln, das ihre Augen nicht erreicht. Ich werde mein Bestes geben. Du überlegst, was du sie fragen möchtest. Warum haben sie mir eine falsche Adresse gegeben? Warum sagten sie, ihre Tochter ist Tabitha? Abwinken. Ja, eigentlich möchte ich als allererstes erstmal wissen, warum sagt sie, dass ihre Tochter Tabitha heißt. Warum sagten sie, ihre Tochter heiße Tabitha? Sie beauftragen mich, ihre Tochter zu finden und geben mir einen falschen Namen? Schwerer hätten sie es mir nicht machen können. Das verstehen sie falsch. Tabitha ist Evelyns zweiter Vorname und immerhin hatten sie ja ein Foto, nicht wahr? Zweiter Vorname? Na, davon hatte das Mädchen nichts erwähnt. Die Kleine ist in ihrem Zimmer und deine Intuition sagt dir, dass Dahlia dich nicht nochmal in ihre Nähe lassen wird. Du überlegst, was du sie fragen möchtest. Warum haben sie mir eine falsche Adresse gegeben? Abwinken. Und natürlich will ich auch noch wissen, warum sie uns eine falsche Adresse gegeben hat. Es gibt so viele Fragen, die dich seit deiner Ankunft hier geplagt haben. Doch nun, Angesicht zu Angesicht mit deiner Auftraggeberin, weißt du noch nicht einmal, wo du beginnen sollst. Deine Wahl fällt auf etwas Einfaches. Warum haben sie mir eine falsche Adresse gegeben? Oh, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Es entgeht dir nicht, dass Dahlias Finger nicht stillstehen. Fahrig reibt sie sich die Hände oder massiert einzelne Finger. Direkte Konfrontation in dieser Art scheint die Frau nicht gewohnt zu sein. Tatsächlich ist das die Adresse von guten Freunden von mir, bei denen ich mich tagsüber meistens aufhalte, besonders wenn mein kleiner Liebling in der Schule ist. Man könnte sagen, ich verbringe mehr Zeit dort als in meinen eigenen vier Wänden. Sie lächelt entschuldigend. Die Sache auf sich beruhen lassen. Was wählen wir nur? Die Sache auf sich beruhen lassen. Du überlegst, was du sie fragen möchtest, aber wir werden abwinken. Es gibt so viele Fragen, die dich seit deiner Ankunft hier geplagt haben. Doch nun, Angesicht zu Angesicht mit deiner Auftraggeberin, weißt du noch nicht einmal, wo du beginnen sollst. Der prall gefüllte Briefumschlag wiegt schwer in deinem Mantel. Du bist in Smithlight. Dabei bist du gerade einmal ein paar Stunden hier. Lass mir es gut sein, murmelst du widerwillig. Dahlia lächelt, diesmal weniger künstlich. Die Aussicht, dich bald los zu sein, scheint dir den Tag zu versüßen. Mit diesen letzten Worten wendest du dich ab und öffnest die Tür ins Freie. Stadtzentrum. Während knirschende Kieselsteine deine Schritte zum Eingangstor untermalen, drehst du dich nochmal um. Du siehst gerade noch, wie Dahlia die Tür schließt. Ein selbstzufriedenes Lächeln umspielt ihre Lippen. Das gefällt dir gar nicht. Sie ist hübsch, wenn sie glücklich ist. Ja, wir sind ein Ermittler. Und wir sind skeptisch. Das gefällt uns gar nicht. Dieses Lächeln auf ihrem Gesicht hat etwas Kaltes, etwas Grausames an sich, was du nicht einordnen kannst. Welches Spiel spielt diese Frau nur? Immerhin kannst du jetzt Abstand zwischen euch beide bringen. Und nur das zählt. Nachdenklich setzt du deinen Weg fort.